In diesem Video werde ich dir ganz genau erklären, warum deine Aktien im Minus sind oder warum ein Teil deines Portfolios im Minus ist. Ja, du bist jetzt vielleicht schon ein paar Jahre am Aktienmarkt investiert, aber irgendwie kommt noch nicht so wirklich die Rendite dabei rum, die du dir vorgestellt hast. Das kann auch sein, dass du teilweise oder sogar ganz in ETFs investiert hast und dann kannst du auch hier in diesem Video was mitnehmen, weil viele Leute schauen jetzt in ihr Portfolio und merken gar nicht so einen großen Unterschied, vielleicht sogar eine Negativrendite, das heißt, dass sie vielleicht 10%, 20% im Minus sind, aber vielleicht bist du sogar im Plus mit deinem Portfolio, aber merkst irgendwie so, ich bin jetzt 3, 4, 5 Jahre investiert, aber irgendwo so 10, 12% sind das nicht pro Jahr, sondern vielleicht viel zu wenig. Und in diesem Video werde ich dir einfach mal ganz klar mitgeben, an was das liegen kann. Und du kannst dich dann selber diagnostizieren, sodass du halt weißt, okay, an welchen Stellschrauben musst du drehen, damit halt dein Aktienportfolio langfristig wirklich auch aufblüht, dir Spaß macht und halt nicht der Blick ins Portfolio so ein bisschen voller Bauchschmerzen ist. Und das möchte ja keiner haben. Deswegen starten wir direkt rein mit dem ersten Punkt. Und das sind erstmal die letzten Jahre. Also wir müssen klar einmal objektiv auf die Situation schauen. Und da müssen wir uns halt auch klar werden, wir haben 2020 eine große Krise gehabt. Und diese Krise, ja, durch die Pandemie, ist eben nicht einfach mal ein Jahr gewesen, sondern mehrere Jahre und daraus sind halt verschiedene Effekte und Folgekrisen quasi daraus entstanden. Und rein faktisch gesehen ist es halt so, auf einem Zeitraum von 10 Jahren gibt es halt 1, 2 bis 3 Aktiencrashes. Und das ist ganz, ganz sicher. Also da wird sich auch in Zukunft nichts dran ändern. Das ist ganz normal. Es ist ganz natürlich, dass sowas passiert, dass auch Krisen, Pandemien entstehen. Das ist etwas, das ist unvermeidbar leider. Da müssen wir durch. Aber es sind halt verschiedene Sondereffekte, die letzten Jahre entstanden sind. Das heißt, wir haben beispielsweise 2020 ein relativ gutes Börsenjahr gehabt, weil wir im März bis Mai dann auf einmal wieder steigende Kurse haben. Das hat sich dann das ganze Jahr auch fortgesetzt. Dann war 2021 super gut. Und dadurch sind viele, viele Leute, vielleicht sogar auch du, zum Aktienmarkt gekommen. Und man hat so relativ das Gefühl gehabt, es ist relativ einfach, mit Aktien Geld zu verdienen. Weil schau mal, wenn du 2020, 2021 investiert hast, dann hast du plötzlich relativ einfach mit einer kleinen Aktienauswahl Gewinn gemacht. Also da ist eigentlich fast alles so gestiegen. Was denkt dann dein Kopf? Hey, Aktien kaufen ist ja relativ einfach und Rendite machen funktioniert ja auch. Und dann hast du dir die Skills, die du eigentlich brauchst, um langfristig erfolgreich zu werden am Aktienmarkt, gar nicht angeeignet. Naja, weil du ja schon gute Ergebnisse vielleicht zeitweilig hattest. Dann hast du jetzt aber vielleicht gemerkt, okay, 2022 war dann so das Jahr der Wahrheit, wo man dann gesehen hat, gute Qualitätsaktien sind 50%, 60%, 70% gefallen. Und vielleicht hast du dann auch gemerkt, dass diese ganzen Gewinne, wo du dich darüber gefreut hast, plötzlich sich in Luft aufgelöst haben. Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, woran liegt das jetzt? Ist das normal, dass man letztes Jahr keinen Gewinn gemacht hat? Ist das normal, dass man ja vielleicht sogar auf 3, 4 Jahre nicht die Performance hat, die man eigentlich haben müsste? Da sage ich dir ganz klar, nein, es ist nicht normal. Ja, aber wenn du grundsätzlich ein paar Regeln beachtest, die ich dir jetzt auch hier mitgeben werde, dann wirst du es auch schaffen, gerade in Krisen, gerade in so einem Jahr wie letztes Jahr, möglichst gute Aktien auch einzusammeln und du, ja, ich sag mal, wirklich auch eine Top-Performance hast. Weil wenn du nach 4, 5 Jahren oder nach 2, 3 Jahren in deinem Aktienportfolio noch keinen Gewinn gemacht hast, dann kann man das jetzt nicht einfach auf die äußeren Umstände schieben und sagen, naja, wir haben ja auch eine schwere Zeit. Ja, okay, aber die Verantwortung liegt ja erstmal bei dir. Man ist immer einfach zu sagen, ja, wir haben eine schwere Zeit, ja, keiner macht eine Rendite, das stimmt nicht. Es gibt viele Leute, und auch mein Portfolio hat letztes Jahr nichts verloren und sogar auch Plus gemacht. Und ich bin jetzt auch kein Hellseher oder kein Warren Buffett, sondern ich habe einfach diverse Regeln beachtet und die werde ich jetzt einfach mal mitgeben. Der Punkt, über den wir jetzt sprechen werden, ist eigentlich die Ursache von allem. Und das ist halt die mangelnde Analyse. Das heißt, wie ich ja eben schon gesagt habe, dadurch, dass du vielleicht auch mal die eine oder anderen Aktie gekauft hast, ohne sie richtig zu analysieren und du Gewinn gemacht hast, denkt dein Kopf natürlich, naja, so eine richtige Aktienanalyse, Recherche brauche ich eigentlich gar nicht, weil es funktioniert ja. Ja, also du hast ja Gewinne gemacht, aber ich sage dir eine Sache, ohne die Recherche und ohne ein klares Investment Case bringt es dir gar nichts. Und ich habe da tatsächlich auch etwas für dich vorbereitet. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben. Mit dem Wort Aktiencheck kannst du mir einfach eine private Nachricht schreiben und dann schicke ich dir quasi eine Checkliste zu, wie du deine Aktienanalyse überprüfen kannst und siehst auch, welche Schritte du da nochmal im Konkreten beachten kannst, sodass du halt wirklich eine ganze Checkliste hast mit einem Video, wo ich dir das auch nochmal erkläre. Aber wenn du deine Aktien nicht richtig analysierst, auf Bauchgefühl vorgehst, vielleicht anderen Leuten einfach nachkaufst, dann ist es normal, dass du deine Rendite dem Zufall überlässt oder anderen Leuten überlässt oder deinem Bauchgefühl überlässt. Und dann kannst du jetzt auch gar nicht sagen, woran liegt es jetzt, dass du zu wenig Rendite machst. Du kannst es gar nicht mehr analysieren und ja, du siehst, was das für ein Schlamassel ist, wenn man seine Aktien einfach so ins Portfolio legt. Du weißt gar nicht, was zu tun ist.
Und du kannst auch gar nicht diese Fehler analysieren. Weil auch wenn du Aktien analysierst, werden dir auch mal Fehler passieren. Aber du kannst ganz klar auch sehen, hey, guck mal, dieser Fehler ist aufgrund von dem und dem Fakt passiert. Aber wenn du es einfach so dir die Aktien ins Portfolio reinlegst, dann kannst du nicht mal das machen. Und du hast eigentlich so ein bisschen ein Portfolio auf Glück. Und die Strategie heißt Hoffnung. Und das wird langfristig auf keinen Fall funktionieren. Das heißt, lerne, Aktien zu analysieren. Wenn du die Checkliste kostenlos haben willst, schreib mir da gerne jetzt auf Instagram. Dann, nächster Punkt, gute Unternehmen, aber falscher Preis. Das ist auch etwas, was ich bei vielen, vielen Leuten sehe, dass sie halt sagen, naja, Maxim, ich wähle doch einfach nur die großen, guten und stabilen Unternehmen aus. Was will ich da analysieren? Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und wie sie nicht alle heißen. Da kann doch eh nichts passieren. Das sind doch große Unternehmen, als ob die pleite gehen würden. Erstens, jedes Unternehmen kann pleite gehen. Und gerade ja, diese Denkweise ist sehr, sehr gefährlich. Weil klar ist beispielsweise Amazon ein klasse Unternehmen. Ich habe es auch in meinem Portfolio. Aber wir haben im letzten Jahr gesehen, dass man mit dieser Aktie auch sehr, sehr viel Minus gemacht hat, wenn du zu teuer eingekauft bist. PayPal genauso. Ja, da haben Leute 60-70%. Das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 60-70% ihres Geldes verloren. Und das, obwohl es ein gutes Unternehmen ist. Aber der Preis für das Unternehmen ist einfach zu hoch. Das heißt, du musst in der Lage sein, irgendwo ganz klar zu sehen, hey, da ist etwas gerade zu teuer. Das kaufe ich jetzt nicht. Da musst du auch emotional, ich sag mal so, fähig sein, dass du jetzt nicht einfach sagst, ich will es aber kaufen, wie so ein Kleinkind, sondern auch, ich sag mal, ganz konsequent sagen, wenn es zu teuer ist, kaufe ich es nicht. Punkt. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, wird es schwierig. Der nächste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, das ist das Thema fehlende Geduld. Weil klar, wenn du jetzt einer investierst, ja, und vielleicht jetzt noch nicht die Rendite hast, die du haben möchtest, dann kann es auch einfach an dem Punkt Geduld liegen, wenn alle anderen Punkte natürlich passen. Und du musst versuchen, wenn du deine Aktien analysiert hast und eine klare Strategie hast, musst du natürlich auch dir im Klaren sein, dass wenn du heute eine Aktie kaufst, zum Beispiel bei PayPal bin ich eingestiegen, die ist aktuell meiner Meinung nach sehr günstig bewertet. Das heißt aber nicht nur, weil ich sie jetzt kaufe, dass sie sich jetzt ein halbes Jahr später erholt. Das kann sein, dass meine Renditeerwartung erst in 2 Jahren eintritt und die Aktie dann vielleicht wieder doppelt, dreifach oder vierfach so viel wert ist. Das heißt, man braucht, auch wenn man dann den Kauf getätigt hat, eine klare Renditeerwartung hat, braucht man einen sehr langen Atem. Also ich habe teilweise Aktien gehabt, die sind 2 Jahre, haben sie sich nicht wirklich bewegt im Portfolio. Da kann man nicht mit einem Stöckchen so die Aktien irgendwie aufwecken. Da musst du Geduld haben. Und das sind dann teilweise jetzt dann die besten Performer gewesen bei mir im Portfolio. Das war eine Saint-Gobain, das war eine Tesla, das war eine Starbucks. Das waren Aktien, die haben nicht von Tag 1 an performt, was auch gar nicht der Fall sein muss. Es ist wichtig, dass du am Ende mit Gewinn, mit viel Gewinn rausgehst. Ja, bei Starbucks war es über 100%. Die habe ich aber immer noch. Bei Tesla habe ich komplett verkauft. 2000% plus. Bei Saint-Gobain waren es 100%. Und darauf kommt es an, dass du wirklich am Ende des Tages Gewinn machst. Und das muss nicht nach einem Tag sein, das muss auch nicht nach einem Monat sein. Du brauchst diese Geduld. Und dann der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Du brauchst klare Prozesse, wann du deine Aktien kontrollierst, wie du sie kontrollierst, auf was du achten musst. Und wann du natürlich auch nachkaufst, sie verkaufst oder die Aktien weiter hältst. Weil wenn du das nicht regelmäßig kontrollierst, dann überlässt du das auch wieder dem Zufall. Da gibt es natürlich die Buy-and-Hold-Leute, die das Wort Buy-and-Hold leider ein bisschen falsch verstehen. Buy-and-Hold heißt nicht, dass du dir einfach Aktien kaufst, sie hältst, 20 Jahre wartest und mal guckst, was passiert. Sondern es bedeutet, dass du die Aktien kaufst, kontrollierst, solange alles passt, hältst du die Aktien so lange wie möglich. Wenn diverse Sachen nicht mehr passen, dann ist ein Verkauf ganz, ganz wichtig. Und das machen die meisten Leute nicht. Und dann passieren so Sachen wie letztes Jahr. Du hast vielleicht die Tesla-Aktie gehabt im Jahr 2021, machst Bombengewinne, freust dich, verkaufst die Aktie aber nicht, hast keinen Kontrollprozess, Aktie rauscht dann im Jahr 2022 um 70% runter. Herzlichen Glückwunsch, deine Gewinne sind weg, du bist vielleicht sogar Minus und das tut dann natürlich weh. Und damit dir solche Fehler einfach nicht passieren, brauchst du Prozesse. Und wenn du diese Punkte wie Aktienanalyse, Prozesse, eigene Strategie mal bei dir implementieren möchtest, dann melde dich jetzt gerne für ein kostenloses Strategiegespräch auf www.mxrode.com. Du findest den Link hier unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, dein Maxim Rode.